Okay, gut. Dann haben wir jetzt einen Schlüssel und können den einsetzen für den Planeten der Affen. Okay. Ja, es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Zum Beispiel das Tigergehege. Aber vielleicht kommen wir ja jetzt hier zum Tigergehege. Okay. Das ist jetzt hier der Weg für die Wärter. Die brauchen doch eigentlich gar keine Zugkarte. Das klingt nach Tiger. Ja, es zieht sich ja auch ganz schön weit nach hinten. Ja, hier ist irgendwie ganz viel der Dschungel. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Eine kleine Seilbahn, wie ich immer so schön sage. Das ist wahrscheinlich. Ah, also man weiß es noch nicht so genau. Da liegt eine Rakete. Da kommen wir noch mal irgendwann hin. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier den Hebel aufmachen, könnte man denken. Den Hebel aufmachen, ja, den Hebel drücken. Ja, und hier passiert nichts, sondern irgendwo anders. Ja, diese tolle Vorstellung. Wir sind jetzt hier irgendwo in einem Zoo mit Tigergehege und allem drum und dran. Wir haben einen Schalter gedrückt und irgendwas ist aufgegangen und wir wissen nicht was. Ah ja, Gefahr. Vor dem weißen Tiger. Es ist schön, dass die Besucher hier nochmal gewarnt werden. Also offensichtlich ist es doch für die Besucher dann hier mit den Bänken. Das sieht ja ganz danach aus. Ja, dort ist wahrscheinlich aufgegangen. Aber der Tiger kann uns offensichtlich nicht spüren, weil sonst wäre er schon sehr aufgeregt. Okay, danke, liebe Leute. Danke, ihr kleinen Frechdachse, dass ihr einfach so die Medipacks klaut. Aber die wissen noch nicht so genau, wohin damit, habe ich den Eindruck. Ja, also eigentlich sagt uns das Spiel, wir sollen die Schrotflinte benutzen gegen wahrscheinlich die Tiger. Aber ich habe einfach die Desert Eagle sehr viel lieber und wir haben so viel Munition dafür. Das ist schon okay. Okay. Ja, bleibt immer noch ruhig. Er bleibt immer noch ruhig. Oh, hi. Aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt irgendwo einen zweiten noch. Also ich habe das Gefühl, ich höre so ein Echo in diesen, ja, Schritten drin. Hallo. Ihr Lieben. Ja,
Okay. Ja, wir haben jetzt hier eine Kriechnische oder hier eben was nach oben. Und wir gehen erstmal zu der Kriechnische. Auch wenn die uns vielleicht direkt den Tigern in die Arme führt. Tut sie es? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee. Interessant. Okay. Dann ist es ja einfach nur, um das an das große Medipack zu kommen. Ja, wir kommen hier auch tatsächlich nicht durch. Gut, oder auch nicht. Dann bleibt uns ja jetzt nur noch ein Weg übrig. Ja, stimmt. Das sieht aus wie ein Heckenlabyrinth. Und es ist auch genau das. Und ich habe mir vor Jahren mal dazu eine Karte aufgemalt. Und ich hatte die für die andere Aufnahme auch schon gefunden. Das heißt, die hole ich jetzt noch mal kurz raus. Das habe ich jetzt vergessen, mir die vorher noch mal rauszulegen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mit Plan an der Hand, aber wahrscheinlich wird es trotzdem sehr verwirrend. Oh, hübsch. Ja. Wo seid ihr? Ach Mann. Kommt doch einfach angerannt. Gut, danke. Ja, auf diesen Steinen hier sind wir so ein bisschen in Sicherheit vor den Tigern, aber das hilft uns halt trotzdem auch nicht so sehr weiter. Das Gute an diesem Labyrinth ist, dass es in diesem Labyrinth nur Wege gibt und keine Items, die noch irgendwo versteckt sind oder irgendwelche Gegner oder sowas. Also bis auf die Tiger, die jetzt halt angerannt gekommen sind. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Verbindung zum Tigergehege. Ja, und jetzt sehen wir hier so eine schöne Sicht. Und kommen wir da irgendwie hoch? Nee, ich glaube nicht. Aber fast? Ah, nee, nicht ganz. Ja, wir müssen auf die Rückseite von diesem Stück. Hier kommen wir dann nämlich zum Affenhaus und zum Planet der Affen. Das hier ist die andere Seite sozusagen. Aber es gibt noch einen interessanten anderen Weg, nämlich den zum Tigergehege. Den wollen wir erstmal finden. So, es müsste hier irgendwo auf der Seite sein. Ich weiß, ihr seid jetzt maximal verwirrt, aber das ist okay, solange ich ungefähr weiß, wo ich hin möchte, nehme ich hier hin. Genau. Was bedeutet denn das, was ich mir da noch aufgemalt habe? Ich weiß es nicht so genau.
Keine Ahnung. Okay. Wir gehen erstmal zum Tigergehege. Ja, jetzt sind wir hier. Hier ist jetzt halt so, dass man jetzt hier eben das große Minipack gesehen hätte und sich gedacht hätte, wie komme ich denn daran? Ja. Das sieht ja interessant aus. Das gucken wir uns gleich an. Ja, sehr schön, wie uns hier der Busch beschützt hat, sozusagen. Und gut, dass das, na gut, der Schalter war in dem Raum, wo auch die BesucherInnen hin dürfen. Also es ist ein bisschen fragwürdig. Ah, jetzt sind wir hier, genau. Ah ja, und da liegt auch noch was. Sehr schön. Ja, Lara, wie man sie kennt. Sie leibt und lebt einfach. Alle bedrohten Tierarten abschießen. Ja, das hier hatte ich nämlich auch in der vorherigen Aufnahme übersehen. Geheimnis des Levels. Ja! Und es ist, auch hier sind die Geheimnisse wieder ein bisschen umfangreicher in der Regel. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist dieses Geheimnis jetzt tatsächlich sehr umfangreich. Oh. Du hast doch. Nee, du hattest noch nicht mal. Oh, also, es tut mir leid. Ich dachte, du hast ein kleines Midi-Pack dabei gehabt. Ja, jetzt sind wir nämlich hier draußen, was wir vorhin gesehen haben. Am Zoo-Eingang. Ja, und so ist wahrscheinlich der Affe hier rausgekommen. Und jetzt können wir das hier mal ein bisschen genießen, diese Kulisse. Also hier diese schöne kleine Stadt, die Statue von Jeanne d'Arc und der große grünlich schimmernde Vollmond am Himmel, den ich besonders interessant finde. Oder besonders hübsch, je nachdem. So, was haben wir hier? Ich kann es nicht lesen. Ich weiß es nicht. Es sieht aus wie irgendwie so ein Bild von irgendeiner Spielkarte oder so, aber vielleicht ist es. Irgend so ein Mittelalterspektakel oder sowas. Man weiß nicht genau. Okay. Dann haben wir hier an der Statue einen Schalter. Das ist ganz wichtig, dass wir den drücken. Denn der eröffnet uns den Weg ins dritte Geheimnis. Das ist ein bisschen gemein. Ja, das ist nämlich eine andere Jeanne d'Arc-Statue. Das ist, glaube ich, die, die wir vorhin aus dem anderen Fenster heraus gesehen haben. Das hat mich beim ersten Mal durchspielen des Levels auch megamäßig verwirrt, dass hier mehrere Statuen und Innenhöfe gibt. Das ist ganz schön verwirrend. So, und dann gucken wir uns hier mal die Geschäfte an. Und genau, Cordonnier weiß ich nicht so genau, was das sein soll. Ansonsten haben wir hier La Boutique, einfach nur ein Kleidungsgeschäft, Patisserie, eine Konditorei, ein kleines Hotel gibt es hier in der ersten Etage. Dann gibt es eine Drogerie, ein kleines Café, Café de Flore. Naja, das soll vielleicht so eine Anspielung sein auf das Café de Fleurs in Paris, was ja ziemlich bekannt ist. Dann leuchtet es hier so richtig schön auch in diesen kleinen Nischen hier so drin. Okay, Cordonnier will ich jetzt mal nachgucken. Das habe ich irgendwie nicht. Ich glaube, das habe ich nicht gefunden. Ach so, das wird auch nur mit einem O geschrieben. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Ah, okay. Das ist ein Schuhmacher. Interessant.
Ja, es ist wirklich noch eine sehr hübsche kleine Kleinstadt, wo es noch solche Läden gibt. Okay. Ja, weil der Affe hätte sonst nämlich hier so ein kleines Medipack hier auf diesen Absatz drauf geschleppt und da hätten wir es nicht mehr gekriegt. Aber ich frage mich gerade, wo dieses kleine Medipack sein soll. Das müsste doch hier irgendwo rumliegen, eigentlich dann, wenn es noch nicht hatte. Nochmal Auto? Ah, hier, das. Ja, hätte ich das mal eher eingesammelt, dann hätte ich die beiden Affen am Leben lassen können. Schade. Ja, genau. Hier waren wir vorhin jeweils. Haben wir hier das eine Auto schon gesehen, wie es runterfährt. Haben wir jetzt hier noch so einen kleinen Uhrenturm. Das ist alles sehr hübsch. Und hier haben wir jetzt so ein böses Auto rumstehen. Ja, ich meine, das war ja ein ganz schöner Jumpscare-Effekt, wo das denn losgefahren ist. Naja. Hoffentlich überfährt es uns nicht. Jetzt noch ein großes Minipack. Sehr schön. Ja, und hier ist jetzt nämlich die andere Jeanne d'Arc-Statue. Und da ist jetzt direkt davor, ist jetzt hier so eine Klappe aufgegangen. Und hier gibt es nochmal ganz viel Zeug. Und jetzt können wir das hier nochmal richtig genießen. Genau, jetzt hier sieht man das jetzt nämlich. Mit dem Mond. Und dann eben jetzt hier diese Meeresbucht. Und ja, da drüben auf der anderen Seite eben irgendwas, irgendeine kleine Stadt oder so. Und hier unten eben auch nochmal die. Ach so, dann ist es quasi wie so Fels, wo dann so die Häuser, die beleuchteten Häuser so draufstehen. Und das ist sehr schön gemacht. Also mit diesen ganz einfachen Mitteln eben wieder. Wie ich das eben mag bei Tomb Raider. Es scheint sogar alles da unten noch begehbar zu sein. Interessant. Ja, da sind wir doch schon voller Vorfreude. Was zur Hölle? Naja, da unten sind auch irgendwie Medipacks und das sieht halt auch wieder so ein bisschen so wie Meteoritenzeugs aus, was da auf diesen Gittern so drauf ist und die Gitter so ein bisschen wie verschmiert. Und das da unten, das sieht irgendwie sehr, wirklich sehr merkwürdig aus. Vielleicht haben wir doch nicht so viel Vorfreude, dort unten an den Strand zu kommen, aber dieses kleine Erlebnis hier sagt uns, wir sind auf der richtigen Spur. Also irgendwie scheint es hier weiterzugehen mit irgendwie Mutationen und Experimenten oder so, oder zumindest Meteoritenzeugs. Ja. Aber ich finde es hier wirklich sehr hübsch gemacht mit diesen kleinen Schaufenstern und so. Oh, jetzt stampfen die hier die ganze Zeit rum. Na toll. Ja, das war das erste Geheimnis. Wie gesagt, sehr umfangreich. Und ich habe es beim letzten Mal übersehen. Naja. Ich war dann schon sehr nervös, weil ich dachte, hier irgendwo war doch ein Geheimnis und das braucht man doch für das andere und so. Daran konnte ich mich noch erinnern mit dem Hebel. Aber. Ja. So.
Genau, und hier geht es halt auch wieder einfach nur ins Labyrinth rein. Genau, hier haben wir die Tiger erledigt, okay. Okay, vielleicht war es eine blöde Idee. Ich laufe wieder zurück. So. Genau. Und jetzt sind wir hier.